Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum Dienstag, dem 22. September 2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 890. Heute habe ich die folgenden Themen für euch. WeChat, Google Drive, ZeniMax Media, Netgear Dilemma, Netatmo, Feedburner und Großmutter-Lautsprecher. Ich beginne gleich beim allerersten. Ich habe ja gestern am Montag der ersten Folge erzählt, dass der liebe Herr Trump nicht nur TikTok, sondern auch WeChat hat verboten lassen wollen. Mein Gott, Deutsch wieder mal. Aber ihr wisst, was ich meine. Die Nutzer von TikTok in Amerika haben geklagt, und zwar, dass Verstoße gegen den 5. Verfassungszusatz zur religiösen Freiheit und der administrative irgendwas. Genau, sie können nicht mit ihren gleichsprechenden Menschen sich austauschen und gleichdenkenden Menschen austauschen, und sie haben vor Gericht Recht bekommen. Zumindest so bekommt Herr Trump das Ganze nicht durch und wird mit den eigenen Waffen geschlagen. Google hat was Neues eingeführt, und zwar ist wahrscheinlich zu viel Papierkorb gebraucht worden in letzter Zeit. In dem Google Drive, der Cloud von Google, werden Dateien, die im Papierkorb landen, neu innerhalb von 30 Tagen oder besser nach 30 Tagen automatisch gelöscht. Etwas, was man von anderen Diensten auch kennt, auch von Fotoclouds etc., muss man wissen, vor allem wenn man den Papierkorb mal als Ablage oder Zwischenablage nutzen möchte. Ansonsten nette Neuerung. Dann hat Microsoft gestern die Katze aus dem Sack gelassen. Das war eine richtig tolle Neuigkeit. 7,5 Milliarden haben sie ausgegeben, also nicht Microsoft direkt, sondern die Xbox-Sparte von Microsoft. Sie haben ZeniMax Media gekauft. Das wird euch wahrscheinlich nicht allzu viel sagen, aber das ist der Mutterkonzern von zum Beispiel Bethesda Softwork. Ich kann das nie richtig aussprechen. Da sind Spiele dahinter wie Mojang Studios oder Studios oder Game Studios dahinter wie Mojang Studios, Rare, Obsidian Entertainment, Ninja Theory, und das sind Spiele wie The Elder Scrolls, Fallout, Doom, Prey etc. etc., Wolfenstein, Quake. Ich könnte noch weiterlesen. Also ein richtiger Knaller hat Microsoft hier hingelegen. Nicht nur, dass sie schon mit der Xbox ein deutlich interessanteres Angebot auf den Markt geschmissen haben, die nämlich nicht die Xbox ist, sondern der Gaming-Dienst dahinter. Nee, sie haben jetzt auch noch ihr Angebot deutlich erweitert. Vor kurzem haben sie nämlich erst gerade, was waren das, die EA-Titel noch zu dem Game Pass hinzugepackt. Wow, da geht was im Gaming-Sektor bei Microsoft. Was nicht so richtig geht, ist bei Netgear, denn die haben Netzwerksystem-Hardware mit einem Firmware-Update versehen. Grundsätzlich ein gutes Ding, weil meistens werden damit Löcher gefixt. Nie anders dieses Mal. Jetzt muss man ein Gerät, was von Netgear kommt, aus der Sparte, zwangsregistrieren beim Hersteller. Wenn man das nicht tut, wird man die komplette Admin-Oberfläche nur noch dreimal zu Gesicht bekommen und dann nur noch eine abgespeckte Version. Die Nutzer haben natürlich jetzt Angst, dass zukünftig weitere Features etc. nur noch per In-App-Käufe oder Abo-Verkäufe online kommen werden oder nutzbar sein werden, was aktuell noch kostenfrei ist, aber man weiß ja nie. Dieser Abo-Wahn geht ja an keiner Firma vorbei aktuell. Eine sehr unschöne Geschichte, vor allem, weil man sich das Gerät ja mit einer anderen Geschichte oder mit einem anderen Hintergrund gekauft hat und mit dem Wissen, dass man die Funktion hat. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das in Amerika zu der ein oder anderen gesammelten Klage führen könnte. Dann gibt es Neuigkeiten aus dem Hause Netatmo. Das ist der smarte Hersteller aus Frankreich, die unter anderem mit Wetterstationen und Innenkameras und anderen Geschichten schon seit langem auf dem Markt sind. Die bringen jetzt Anfang des Jahres
CES 2020 vorgestellten Türklingel der Smarten, die bringen sie per nächste Woche auf den Markt. Die ganzen Details, warum das eine interessante Geschichte ist, weil End-zu-End verschlüsselt, die Preise etc., das findet ihr auf daily.geektalk.ca und oder in den Shownotes eures Podcatchers, wo ihr diesen Podcast gerade anhört. Dann gibt's noch interne Neuigkeiten quasi von einem meiner Blogs. Der Levi Smart Blog wird den Feedburner-Dienst deaktivieren. Hashtag endlich. Ein Ding, was ich immer wieder vor mich hin prokrastiniert habe. Jetzt endlich gehe ich das Ganze an und deshalb meine Bitte, solltet ihr den Account oder den Blog via Feedburner abonniert haben, das haben doch immer noch etwas über 3.500 oder 3.400 Abonnenten, dann solltet ihr das Ganze umstellen auf den neuen Feed. Was das oder wie der heißt und alles Mögliche darum, auch das könnt ihr im verlinkten Artikel nachlesen, weil Mitte Oktober werde ich das Ganze deaktivieren. Zu guter Letzt habe ich noch einen Hinweis auf den neuesten Testbericht im Poughkeepsie Network. Es ist der Großmutterlautsprecher von Sony. Und warum das ein Großmutterlautsprecher ist, das könnt ihr am besten gleich selber nachlesen. In diesem Sinne, besten Dank fürs Reinhören. Euch einen schönen Tag, einen guten Start in den Tag. Und wenn ihr mögt, gerne morgen wieder. Bis dann, euer Poughkeepsie. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.